wie zum Beispiel ChatGPT, für das Erstellen meiner Seminararbeit, meiner Bachelorarbeit oder meiner Masterarbeit an der Uni nutzen? Darf ich das? Ist das okay? Das ist eine Frage, die ich gar nicht so selten zu hören bekomme. Und meine Auffassung, ich sage Ihnen gleich noch ein paar andere, ist definitiv ja, Sie dürfen. Unter zwei Bedingungen. Aber Achtung, bitte berücksichtigen Sie, dass natürlich das in hohem Maße davon abhängig ist von den jeweiligen Fachkontexten. Also das heißt, in einigen Fächern ist das zum Beispiel nicht in Ordnung, wenn Sie textgenerierende KI nutzen, zum Beispiel in der Informatik, weil textgenerierende KI auch sehr gut dazu genutzt werden kann, um Programmcode zu erstellen und dass es Ihnen wahrscheinlich sehr leicht machen könnte, übrigens auch Fehler zu finden. Da ist ChatGPT gerade auch besonders gut. Das heißt also, was ich sagen will, ist, es gibt fachspezifische Unterschiede, die mein klares Ja ändern. Und es gibt natürlich auch persönliche Unterschiede der KollegInnen. Das heißt also, informieren Sie sich auf jeden Fall vorher, wenn Sie textgenerierende KI für Ihre Seminararbeit, Bachelorarbeit oder Masterarbeit nutzen wollen, ob das wirklich im jeweiligen Fachkontext und auch bei der jeweiligen KollegIn, also bei Ihrer BetreuerIn, entsprechend in Ordnung ist. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben diesbezüglich, dann zeigen Sie vielleicht einfach Ihrer Betreuerin, Ihrem Betreuer dieses Video. Vielleicht überzeuge ich ja auch Sie. Aber zunächst zu meiner Begründung, warum ich eindeutig Ja sage, dass Sie textgenerierende KI für Ihre Seminararbeit, Bachelorarbeit oder Masterarbeit nutzen dürfen. Wie gesagt, unter zwei Bedingungen. Der Grund erstmal ist, dass textgenerierende und auch später auch bildgenerierende Systeme mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr selbstverständlich werden für unseren zukünftigen Alltag und für unseren zukünftigen Beruf. Insofern wäre es merkwürdig, wenn Sie an der Uni, wenn Sie an der Hochschule entsprechend etwas, was Sie später ganz selbstverständlich nutzen werden, nicht nutzen dürften. Die Voraussetzung ist nur, und das ist gleich erst ein Aspekt dessen, also einer der Bedingungen, dass Sie angeben, welche Hilfsmittel Sie benutzt haben. Das müssen Sie ja sowieso immer machen und das gehört sich sozusagen auch zur guten wissenschaftlichen Arbeit, dass alle Quellen, alle Belege, die Sie verwendet haben, Sie entsprechend anführen. Für Tools gilt natürlich das Gleiche. Wenn Sie zum Beispiel bestimmte Tools für die Auswertung Ihrer empirischen Ergebnisse nutzen, dann geben Sie das genauso an, wie wenn Sie textgenerierende oder auch bildgenerierende KI genutzt haben. Also erste Voraussetzung ist angeben, welches Tool Sie genutzt haben. Zweite Voraussetzung ist, dass Sie die Verantwortung für das Ergebnis tragen. Das heißt also, die Verantwortung können Sie nicht an die KI abgeben, sondern die Verantwortung bleibt bei Ihnen. Wenn Sie also eine Arbeit abgeben und bekommen eine Note, mit der Sie nicht zufrieden sind, dann geben Sie nicht die Schuld der KI, die Sie genutzt haben, sondern suchen Sie sie bei sich selbst. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe ChatGPT gebeten, einen Essay über eines meiner Themen zu schreiben. Und ich hätte diesen Essay bestenfalls mit 3 Minus bewertet. Wenn Sie sagen, ist okay für mich, dann ist es Ihr Risiko. Wenn Sie allerdings eine bessere Note wollen, dann sollten Sie sich mit dem Text nochmal beschäftigen, ihn verbessern. Ein großes Manko, was beispielsweise textgenerierende Systeme, sogenannte Large Language Modelle, bisher noch nicht haben, ist, dass sie nämlich auch korrekte Quellen, also die Zitate angeben können, woher sie ihre Informationen haben, die sie zu einem Text zusammengefasst haben. Das heißt also, was immer fehlen wird in einem mit textgenerierender KI erstellten Text, ist Hinweise auf die Quellen, die entsprechend verwendet wurden. Das heißt, das ist etwas, was Sie auf jeden Fall noch ergänzen müssen. Und dann empfehle ich Ihnen natürlich auch,
die entsprechen. Also das, was Ihnen an diesem Text vielleicht etwas merkwürdig vorkommt, was Sie nicht rund finden, was Sie selbst verbessern würden, natürlich entsprechend zu verbessern. Dann ist es nämlich so, dass die textgenerierende KI Ihnen einen ersten Entwurf bietet, Ihnen sozusagen eine erste Inspiration bietet und Sie diese entsprechend ergänzen, verbessern, erweitern, weiterdenken und so weiter. Und das ist ja tatsächlich so, wie wir immer arbeiten. Das heißt also, wenn Sie irgendwo, wenn Sie eine normale Seminararbeit schreiben, eine normale Bachelorarbeit, Masterarbeit ohne KI-Unterstützung, dann ist es ja auch so, Sie gehen in eine Bibliothek oder wälzen Bücher, lesen Texte, unterhalten sich mit Kolleginnen und Kollegen und nehmen diese Inspirationen, diese Rückmeldungen alle mit auf und verarbeiten diese in ihrem Text. Insofern ist das, was Sie von der KI bekommen, von der textgenerierenden KI in diesem Fall, einfach nur ein erster Endentwurf, den Sie natürlich niemals so lassen würden, weil Sie natürlich an sich einen ganz anderen Anspruch haben, einen viel höheren und entsprechend diesen Text auch verbessern würden. Das ist okay. Wie gesagt, unter den beiden Voraussetzungen. Erstens, Sie geben an, dass Sie mit einer textgenerierenden oder bildgenerierenden KI gearbeitet haben. Und das Zweite, Sie tragen die Verantwortung dafür. Und dazu gehört natürlich auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, den Text entsprechend weiterzuentwickeln. Dann können Sie textgenerierende KI in Ihrer Seminararbeit, in Ihrer Bachelorarbeit oder in Ihrer Masterarbeit verwenden. Zum Thema Verantwortung noch ein Hinweis. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört, KI halluziniert manchmal. Man versteht am besten, was damit gemeint ist. Natürlich kann eine KI nicht halluzinieren, wie das ein Mensch kann. Aber was damit gemeint ist, ist, dass Ihnen textgenerierende Systeme manchmal Antworten geben oder auch Texte generieren, die, mal gelinde gesagt, ziemlicher Blödsinn sind. Das kann passieren. Warum kann das passieren? Und das versteht man besser, wenn man sich anschaut, wie textgenerierende KI überhaupt funktioniert. Also wenn man mal so in den Weitwinkel geht und überlegt, wie funktionieren eigentlich diese Systeme? Denn intelligent, also das I von KI, also künstliche Intelligenz, ist natürlich nicht damit vergleichbar mit dem, was wir mit menschlicher Intelligenz meinen. Das heißt also, das, was Sie als Text erhalten, ist in der Regel ein auf mathematischen Prozessen bestehende Analyse eines Geräts, das keine Intelligenz besitzt, keine eigene Intelligenz besitzt. Und das funktioniert über diese sogenannten Large Language Modelle, indem eine KI mit entsprechend ausreichend mit entsprechendem umfänglichen Material, nämlich Large, Textmaterial gefüttert wird und dann über, man kann sich das etwa so vorstellen wie Clusteranalysen, über logische Verknüpfungen anhand von Wahrscheinlichkeiten, wie Worte üblicherweise kombiniert werden, einen Text zu generieren. Das, was da entsteht und das, was Sie wahrscheinlich bei ChatGPT oder anderen Textgeneratoren auch schon mal ausprobiert haben, ist wirklich faszinierend, aber Sie können sich vorstellen, dass das natürlich nicht immer funktioniert. Also, und das genau nennen die Informatikerinnen und Informatiker halluzinieren. Das heißt, es kann passieren, dass Ihnen die KI einen wirklich tollen Text generiert, der auch fehlerfrei ist und der sozusagen auch den Eindruck hinterlässt, das ist jetzt ein toller Text, da ist ein richtig toller und zutreffender Text entstanden, aber letzten Endes steht darin inhaltlich nur Blödsinn. Und das möchte ich natürlich nochmal, wenn es um Verantwortung geht, nochmal hervorheben, dass Sie natürlich dann, wenn Sie solche Texte benutzen, bitte in jedem Fall prüfen, ob das, was Ihnen die
was Ihnen die textgenerierende KI als Angebot, als ersten Entwurf zur Verfügung gestellt hat, überhaupt Hand und Fuß hat. Und das muss man natürlich wissen, also dieses Wissen über Technik muss man natürlich wissen, wenn man sie benutzt, um richtig einschätzen zu können, gebe ich nun meine Verantwortung an die Technik ab oder behalte ich sie lieber selbst. Das alles führt tatsächlich zu ganz interessanten, aktuellen interessanten Diskussionen an Universitäten und Hochschulen. Beispielsweise kommt immer wieder die Frage auf, ist denn das, was eine textgenerierende KI erzeugt, überhaupt ein Plagiat? Und das ist tatsächlich eine Frage, die erstmal leicht zu beantworten ist. Man kann nämlich sagen, nein, es ist definitiv kein Plagiat. Das ist die eigene Leistung dieser textgenerierenden KI. Aber was Sie nicht wissen ist, was hat die KI hinzugezogen, um diesen Text zu generieren? Das heißt, es kann Ihnen sogar passieren, und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn es um Verantwortung geht, dass Ihnen ein Plagiat unterstellt wird, obwohl Sie selbst gar nicht plagiert haben. Nämlich, dass die KI war. Auch das ist etwas, was Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie textgenerierende KI-Systeme in Ihren Hausarbeiten, Seminararbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten und so weiter benutzen wollen. Also man könnte Ihnen ein Plagiat unterstellen, obwohl Sie selbst gar nicht plagiert haben, aber die KI hat es getan. Sie generiert einen neuen Text, insofern wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein für klassische Plagiatsfinder, Plagiarismfinder, tatsächlich das als Plagiat zu identifizieren. Es könnte aber passieren. Auch interessanter Aspekt ist, dass an Hochschulen Kolleginnen und Kollegen auch schon eine KI gefragt haben, ob dieser Text, und dann haben sie den Text einer Studentin oder eines Studenten genommen, von einer KI erstellt wurde. Und manchmal kam dann die Antwort, ja. Und das hat dazu geführt, dass diese Studentin, dieser Student, einem Plagiat überführt wurde. Aber mit dem Wissen, das Sie aus diesem Video haben, nämlich mit dem Wissen in Bezug auf Halluzinationen, können Sie sich jetzt die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass die KI in diesem Moment die Wahrheit gesagt hat? Also die Antwort, ja, ich habe diesen Text erstellt, kann richtig sein, sie kann aber auch falsch sein. Und daran erkennen Sie, wie wesentlich es ist, dass wir all bei diesen allen technischen, medialen Dingen, die wir in unserem ganz selbstverständlichen Miteinander im Alltag, also in der Berufswelt verwenden, dass wir wissen, wie das eigentlich funktioniert, um die Hintergründe verstehen zu können und darüber auch entsprechend unsere eigenen Schlüsse und Urteile zu fällen. All das ist Medienbildung.